Mit welchem Charakter wollen wir was machen? Doch, ich habe Bethany fertig. Wollen wir ein bisschen keepern? Ich meine, ich habe mit ihm schon, ich habe The Beast gemacht. Fehlt eine Menge. Was soll's. Ach ja, und er startet noch nicht mit den drei Herz. Dafür muss man irgendwas geschafft haben mit ihm, was ich nicht geschafft habe. Das ist ziemlich cool. Oh. Okay. Parasite Triple Shot ist doch direkt schon mal ein ganz spaßiger Anfang, oder nicht? Damit kann man doch was anfangen. Jetzt hätte ich doch gern den, naja, wobei ich hätte nicht gern den Traktorstrahl. Der würde das Ganze ein bisschen langweilig machen. Ich hatte schon fast wieder vergessen, dass Keeper absolut keine HP hat. Vielleicht finde ich HP ab irgendwo. Keeper und Tainted Keeper gehören zu meinem Fave Char CBH. Besonders Keeper, der ist so gut mit Sacrifice Rooms. Gehören auf jeden Fall nicht zu meinen Lieblingscharakteren. Ich meine, bei Tainted Keeper sehe ich es, beim normalen Keeper, ne, den finde ich einfach nur nervig. Einfach nur ein genervter junger Mann. Okay, und eine Bombe. Vielleicht ziehe ich zurück, was ich gerade gesagt habe. Denn das war eine gute Keeper-Ausbeute gerade. Oh oh. Hey! Und damit habe ich offiziell meine drei Herzen erreicht. Warum bin ich in diesen Raum gegangen? Oh, warum bin ich hier rein? Und ich sollte wieder anfangen, den Wooden Penny einzusetzen, wenn ich den Raum betrete. Und nicht, wenn ich ihn geschafft habe. Das ist nämlich keine gute Reihenfolge. Ich hätte übrigens gern Schlüssel. Wenn du nichts dagegen hast, Spiel. So ein kleines Schlüsselchen für mich. Für Schlüssel für den alten Keeper. Kein Schlüssel. Das habe ich schon wieder gemacht. Kein Schlüssel für den alten Keeper. Okay. Was will ich kaufen? Will ich das Options? Ich kann nicht Schlüssel und... Ja, wobei ich könnte was da raussprengen. Wir nehmen den Schlüssel mit. Und schauen, was wir aus der goldenen Kiste rausbekommen. Wie sie herausstellt, ist es genug Geld. Um das Options mitzunehmen. Jo, außerdem... Von Anno0810 10 Gift-Subs. Moment. Vivi, lieben Dank. Vivi, lieben Dank. Oh Gott, für... DC90, Zap and Mimikrin... Kickmille 2001, King Pass, oh Gott, Elise Purgatory, Anyone, Herr Loki, ein fauler Mensch und Ozak. Vivi, lieben Dank, Vivi, lieben Dank. So, wir haben noch einen Schlüssel übrig. Ich würde also fast behaupten, dass wir die Kiste noch mitnehmen.
War's nicht wert. War es nicht wert. Aber gut, hauen wir ab. So langsam gehöre ich als Nicht-Abonnent zur Minderheit? Nein. Die meisten sind keine Subs, tatsächlich. Ich dachte mir gerade, oh, stimmt das? Dann habe ich hier in den Chat geschaut und habe gesehen, dass eigentlich die meisten keine sind. Möchte ich? Ich möchte den Schlüssel mitnehmen. Ich kann es mir nicht leisten, sorry. Ist okay. So, auf dem Kriegsfuß mit der GEZ. Die GEZ empfiehlt mir, dass ich ein Lastschriftverfahren einrichten sollte, aber ich habe keine Lust darauf und ich will es nicht Kriegsfuß nennen. Ich kümmere mich aber nie darum. Und dann muss ich immer drei Rechnungen auf einmal zahlen. Und ich glaube, es kommen auch immer Mahngebühren dazu. Das heißt, es läuft ziemlich gut. Ich weiß, wie man mit Geld umgeht, will ich damit sagen. Sollte mich einfach zu einem Funkkanal machen und stattdessen bezahlen. Ich denke, das wäre fair. Ein weiterer Tinted Rock. Es gibt Leute, die machen das anders. Laut den Legenden ja, aber ich habe bisher auch noch keinen getroffen. GZ ist das Problem, das Hauptproblem daran ist, dass sie so geregelt ist, dass sie einen provoziert. Ich weiß nicht, wer zum Fick auf die Idee kam, das so zu machen. Dass man alle paar Monate eine Rechnung bekommt, wo sie sagen, hey, diesen Teil der Steuer, wie wär's, wenn du ihn jetzt, ich mein's ja an dem Punkt, Endeffektsteuer, wie wär's, wenn du ihn schnell noch zahlst? Das ist so, so nervig. Es gibt so viele andere Kleinigkeiten, wo man irgendwas für zahlt, wo man nicht die ganze Zeit irgendeine dumme Rechnung dafür bekommt. Es ist so ein bisschen, als wollen sie einen provozieren. Ich zahle präventiv seit meinem 6. Lebensjahr mit meinem Taschengeld die GEZ, weil ich unseren Staat liebe, im Gegensatz zu euch Clowns. Yeah. Ich habe nichts gegen GEZ oder die öffentlich-rechtlichen. Oh, um das anzumerken, denn ich weiß, es gibt viele Leute, die sehr starke Meinungen dazu haben. Bibeleffekt. Ja, warum nicht? Bin ich aus Deutschland? Was ist GEZ? GEZ ist der Rundfunkbeitrag und der beträgt, was ist das, 40 Euro alle drei Monate? Irgendwie so. Und statt es einfach irgendwie mit Steuern zu berechnen oder so, ist es, man muss es zahlen. Es ist nicht freiwillig. Jeder Haushalt muss das zahlen. Und man bekommt immer die Rechnung damit. Es ist so, es wirkt so, als ob sie einen wirklich damit anpissen wollen. Noch die andere Karte für den Boss mit. Ja, ich werde eh nicht zurückmarschieren. Danke, Schlüsselfreunde. Das sind eine Menge Schlüsselfreunde. Mit Hörgerät musst du keine zahlen. Aber dann kannst du ja trotzdem das Zeug lesen. Und scheinbar ist es in Österreich die GIS. Ich glaube, ich habe den Wunden Nickel lange nicht mehr eingesetzt.
GIS, der Gebühreninfoservice. Also wenn es nach mir gehen würde, würde ich nur für Arte zahlen. Ja, dann wiederum. Nein! Nein! Oh Gott. Ich denke, der Bayerische Rundfunk ist auch okay. Ich finde, wir sollten nur noch den Bayerischen Rundfunk und Arte haben. Alles andere wird nicht mehr gebraucht. Oh mein Gott, warum mache ich so wenig Schaden? Heilt er sich auf oder so? Das heißt, wir setzen die Devil-Karte ein. Ich hätte den regulären Devil. Ich will keine von beiden. Wir wollen More of the Void. Und scheinbar gibt mir More of the Void die Fähigkeit zu fliegen. Oh, da oben ist noch eine Münze. Na warte, warum konnte ich fliegen? Hey. Hey. Warum konnte ich fliegen und warum kann ich es jetzt nicht mehr? Außer von Rasix, 2 Gift-Subs. Oh, wegen der Devil-Karte? Oh, der hält ein bisschen, der Effekt hat irgendwie länger angehalten. Okay. Außerdem, genau, von Rasix, für Inbub 9 und Noah S.A. Vielen lieben Dank. Da komme ich nicht ran. Devil-Karte hält für eine gewisse, der Freizeichen hält für eine gewisse Zeit und nicht den Raum. Okay. Aber ja, der Bosskampf, der ist ziemlich mies gelaufen. Reden wir weiter. Ich habe das Gefühl, es ist ein sehr langsamer Run und ich bin jeden Raum kurz davor zu sterben. Es läuft also ziemlich gut soweit, würde ich behaupten. Kein Wurm in diesem Raum, wirklich? Wirkt wie ein Raum, in dem ein Wurm drin sein sollte. Das ist ein Würmerraum. Okay. Hush und Delirium sind wohl keine reelle Möglichkeit. Ja, oh mein Gott, ich habe das Gefühl, ich bin ein bisschen langsam. Aber wenn wir einen Sacrifice Room auf dieser Ebene haben. Wir haben einen Sacrifice Room auf dieser Ebene. Ich würde sagen, das könnte ganz interessant werden. Was passiert, wenn ich die Lovers Fragezeichen mit Keeper einsetze? Verliere ich das Herz dann für immer? Oder kann ich trotzdem noch ein anderes mitnehmen? Und dann wieder auf 3 kommen? Fuck. Schon. Für immer? Okay, dann ist es das nicht wert. Ja, ich habe mal auf der Void. Ja, ich komplett vergessen. Wahrscheinlich sollte ich das öfter einsetzen. Ich hatte den vergessen, aber der Run ist gestorben. Nicht die größte Überraschung, wir werden es nicht einsetzen. Ich habe das Gefühl, mein Run, wenn ich das versuche, wird ebenfalls sterben.
Und der sieht auch so schon nicht zu lebendig aus. Ich sollte wirklich mehr mit Morph the Void arbeiten. Morph the Void ist einfach sehr hilfreich, wie sich herausstellt. Goldraum, komm schon. Ich glaube, ich will den Magneten nicht. Ich glaube, der Magnet würde es mir schwerer machen, HP-Ups liegen zu lassen, damit ich sie irgendwann anders mitnehme. Damals war Morph the Void... Damals, als Morph the Void noch schwarze Herzen gedroppt hat. Ja, yeah, Morph the Void hat auch noch extrem viele schwarze Herzen gedroppt. Nicht nur so ein bisschen. Das waren Zeiten. Das ist ein miserabler Shop. Morph the Void hat auch noch ein Damage abgegeben? Gibt es denn irgendwas, was dieses Item nicht konnte? Ich habe so viele Münzen auf dieser Ebene. Ich denke, es gibt eine Sache, die Morph the Void nicht konnte. Weiterleben, ohne genervt zu werden. Nicht die Stärke von Morph the Void. Jetzt können wir kein Sandwich machen. Warum sollte dir Morph the Void ein Sandwich machen? Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Das ist ein Isaac-Item. Und kein Sandwich-Toaster. Ah, wir wollen das Damage ab. Hey, mein erstes Damage ab. Ah, wurde auch Zeit. Ich sage es euch, dieser Raum wäre sehr nervig gewesen mit Epic Fetus. Halt den Rand, Mr. Logik. Ich bin Mr. Logitech. Was bin ich? Das war keine Lüge. Mögitech. Oh, das gefällt mir. Das ist doch ein vernünftiges Technikunternehmen. Oh. Cooler Sand. Aber leider keine erhöhte Angel-Chance, aber das ist okay. Mega-Satan haben wir gemacht, okay. Aber Mega-Satan erleichtert es uns natürlich... zu Delirium zu kommen. Warum muss es scheiße sein? Warum muss es scheiße sein? Und es hat doch noch den gleichen Effekt gemacht wie das Space-Bite, was wir auf der zweiten Ebene gefunden haben. Oh, das war fucking knapp. Aber ich lebe. Weiter geht's. Könnte hilfreich sein. Diese Trollbomben. Ich hätte gedacht, wenn es jetzt Kamikaze so gewesen wäre. Nein. Ich hätte auch nur ein Herz dadurch verloren. Kamikaze ist keine... Oh Gott. Warte, Kamikaze ist doch eine Karte. Oder? Oder ist das eine Item? Was kann... Ist das auch Kamikaze? Ja,
Der Uriniel. Oh, und wir haben beide Keypieces. Oh, ich wollte das Geld. Komm schon. Da will man einmal die Münzen haben. Ein einziges Mal in seinem Leben. Wenn ich jetzt getroffen werde, werde ich ja nicht mehr lebendig rauskommen. Also wir haben auf jeden Fall eine Menge Bargeld. Wäre lustig, wenn es dir die Six wäre und dann den Golden Nickel rerollt hätte. Ich meine, Golden Nickel rerollen wäre nervig. Warte, Wooden Nickel ist es nicht golden. Es wäre nervig, aber kein Beinbruch. Ehrlich gesagt. Ich denke, mein Bein würde dadurch nicht gebrochen werden. So viele Items, die mir nichts bringen. Beziehungsweise noch schlimmer als Items, die mir nichts bringen. Items, die ich nicht mal mitnehmen will. Berkano ist auch so eine Shit-Rune. Aber, ich sag's euch, im nächsten Shop, im Shop auf der nächsten Ebene, dort werden wir speisen wie Könige. Ich dachte mir, ich werde heute wie ein König speisen. Ich habe mir so kleine Kuchenteile gekauft. Haben Sternform. Steht irgendwas dran, dass die aus Frankreich sind oder was auch immer. Denke nicht wirklich, dass sie daher kommen, was auch immer. Ich habe vorhin im Stream eins probiert, weil ich mir dachte, die sehen ganz gut aus. Und wisst ihr, was sich herausgestellt hat? Sie sind fucking trocken. Ich weiß nicht, wie ich die Teile jemals runterbekommen soll. Sie sind so trocken. Und das war's. Das ist das Ende der Geschichte. Sie sind schlecht. Mehr gibt's dazu nicht zu sagen. Kaffee, Milch. Das sind aber viele. Weiß ich, ich meine, ich habe, ich wollte gerade sagen, ich habe weder Kaffee noch Milch da, aber. Ich habe tatsächlich noch, ich kaufe inzwischen immer einen Milchkaffee. Das heißt, davon habe ich noch einen da, aber. Hey, weiß nicht. Soll ich die Kombination machen? Typisch Frankreich, trocken wie die Sahara. Diese Franzosen. Könntest sie auch einweichen? In Wasser? Ich weiß nicht. Tier ist ab! Sollen sie schon da rein? Ich habe 19 Schlüssel. Den nehmen wir mit. Zerbröseln und dann zu einem Kuchen machen. Nee. Ich habe nicht mal eine Form für einen Kuchen. Ich meine, ich habe eine Auflaufform. Wahrscheinlich kann man darin einen Kuchen machen. Ein Kartoffelkuchen. Vielleicht können wir es rerollen. Können wir bestimmt ein gut geklicktes Kochkanal-Video umwandeln, aber in welches? Ich esse Gebäck, das ich nicht so gut finde. Ich weiß nicht, so schlecht, das ist ein bisschen trocken. Ach! Diese Items! Da wird einem ganz warm ums Herz. Was für eine Ausbeute! Puddingbrezel. Das klingt fucking gut. Ich bin auch selber schuld. Ich hätte einfach diesen Kuchen von Balzen mitnehmen sollen. Ich dachte mir, nein, die kleinen Teile, die sehen gut aus. Die sind einfach so trocken. Ich sag's euch,
Guppy's Tail und Mom's Key. Potente Kombination. Was ich sehe gerade, ich bekomme sogar den Backstab-Effekt hin mit, mit More of the Void. Der sparsame Streamer wieder hat Angst, seine Millionen anzufassen. Nein, ich weiß, ich habe nicht mal geschaut, wie viel die kosten. Das ist nicht der Punkt. Ich dachte mir nur, ich will ein bisschen was, was Verrückteres. Ein bisschen das Leben leben. Und es war ein Fehler. Von dem Rätsel sind mit der Blätterteig und nicht mit Laugenteig. Oh, das sind die. Ich glaube, die kenne ich sogar. Und noch mehr Bomben, Schlüssel und Münzen. Wo ist der Shop? Der feine Herr ist so reich, dass ich auf die Preise schauen muss. So. Ich habe halt wirklich lange nicht mehr auf Preise beim Einkaufen geschaut. Ich meine, wenn ich irgendwas bei Lebensmitteln nicht. Ich irgendwas anderes kaufe, ja. Yeah. Ist das ein Daily Run? Nein. Das ist ein klassischer alter Keeper Run. Das ist hervorragend. Steam Sale wollen wir absolut haben mit dem alten Keeper. Falls du Shops kriegst. Ich meine, wir haben noch zwei vor uns. Zum einen, zum anderen Devil Deals existieren. Ich denke, wir werden irgendwann noch einen Devil Deal bekommen. Okay, das war stark. Hey, da ist ja einer. So ein Zufall. Oh nein. Hey! Mitnehmen oder nicht mitnehmen? Was sagt ihr? Lohnt sich Lump of Coal? Oder wie viel bekomme ich, wenn ich nichts mitnehme? Was bekomme ich, wenn ich nichts mitnehme? Ein Damage-Punkt bekomme ich. Lump of Coal bringt, dass meine Tränen stärker werden, je länger sie im Raum sind. Ja, wir wollen Lump of Coal haben. Und vielleicht bekommen wir noch ein Planetarium. Ja, ich verzichte. Ich verzichte. Oh, Lump of Coal mit dem zählt nicht als. Oh ja, yeah, ich habe noch das Teil beim Kopf. Das ist ganz hilfreich. So, lass mich noch ein bisschen Bargeld mitnehmen. Ich dachte, wenn man von. Wenn man die Krampus-Items mitnimmt, dass die trotzdem zählen. Aber scheinbar nicht. Umso besser. Pass mal auf. Was soll ich denn mit der Scheiße jetzt? Ich hätte vielleicht irgendwo noch Leben übrig lassen sollen. Naja, was soll's. Die Red Redemption Challenge werden wir irgendwann schon machen. Irgendwann. Shit. Tinted Rock! Fuck! High Priestess. So,
Das Ziel heute Mega-Satan. Nicht direkt, aber... mir fehlt unter anderem noch... Komm schon. Mir fehlt unter anderem noch Delirium und nach Mega-Satan hat man eine 50% Chance zu ihm zu... Wollt ihr mich verarschen? Zu ihm zu kommen. Dementsprechend suchen wir das mitzunehmen. Evil Eye oder... nehmen wir Evil Eye mit. Denn ich bevorzuge den Gedanken daran, gar nicht getroffen zu werden. Da dementsprechend, ich glaube nicht an die Nadel. Das ist tatsächlich auch ein heißer Take für an Nähmaschinen von meiner Seite aus. An die Nadel glaube ich nicht. So viel Bargeld. Ich hoffe, wir bekommen noch einen Sacrifice Room. Das wäre ziemlich cool. Und, oh mein Gott, können wir mal kurz drüber reden, wie sehr Maw of the Void einfach diesen Run carried. Weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, aber er carried ziemlich enorm. Glaubst du an Nadeln vom Bahnhof? Kommt drauf an, was man damit machen will. Zum Beispiel, wenn ihr Drogen konsumieren wollt. Wahrscheinlich will man dann eine Nadel vom Bahnhof haben. Oh. Oh. Guppy Nummer 2. Ich habe das Gefühl, in letzter Zeit bin ich ziemlich, ziemlich gut dabei, Guppy zu werden. Ist der Damage von Maw of the Void eigentlich, von... Doch, Maw of the Void war's. Ist der Damage davon fix? Nur die Aufladezeit, oder? Denn ich weiß, dass die, nicht absinkt. Ich glaube, der Damage selber sollte wahrscheinlich mit, meinem skalieren. Will mir der Streamer sagen, nehmt Drogen? Nein, ich will nur sagen, wenn ihr... Ich will gar nichts sagen. Der Damage scaled mit Liebe? Also kein Damage für mich, oder was? Das ist, mag ich nicht. Ich habe vorher noch gelesen, ja, wenn du noch einen Shop bekommst und ich meinte, jetzt habe ich keinen Shop mehr bekommen, wir haben noch zwei vor uns. Und wie es aussieht, bekomme ich noch einen. Wir haben, eine ziemlich gute Greed-Quote aktuell. Nehmen wir mit. Lass mich direkt den Boss machen. Wir wollen Growth Hormones natürlich. Wir könnten auch einen Sacrifice Room hier haben. Habe ich zwischen schon Genesis frei? Nein. Ich habe gehört, dass es macht, was Nintendo don't. Das heißt, das ist eine ganz nette Sache. So viel Scheiße. Ich will mal 99 Cent. Wir haben also nicht mal meinen Grund so zu tun, als ob ich die Scheiße mitnehmen will. Was ist das Ziel für diesen Run? Primärziel ist es, der Lärm zu machen. Und nach Lärm will ich dann Mega-Satan machen und Mega-Satan brauche ich an sich nicht. Aber ich habe die Hoffnung, dass ich irgendwie noch einen Weg finde, zu Delirium zu gehen. Wo die Secret Room. Ah, da links vielleicht. Bomben und Schlüssel.
Glaubst du, Isaac wäre ein guter Vater? Nein, er ist ein 10-Jähriger. Und ich für meinen Teil glaube nicht daran, dass ein 10-Jähriger die Lebenserfahrung hat, um ein guter Vater zu sein. Und er ist tot. Das ist natürlich auch nicht hilfreich bei der Erziehung. Ich werd gar nicht erst. Au! Ich mag überhaupt nicht diese neuen Räume. Och. Wo man sich so knapp durchquetschen muss. Mein Vater war 10, was ist dann passiert? Oh, das Item Glück ist mir doch noch hold. 5,+5,3. Das ist doch ganz ordentlich. Dann wurde er 11. Er war 10 Breiten gerade von dir entfernt. Hey, wir haben den Shop, aber leider ist er Abfall. Warum nicht? Vielleicht können wir ein bisschen Luck rausholen. Nein, kein Luck ab für mich. Was soll ich, dass hier drei Bomben sind? Was soll das für ein Shop sein? Wir nehmen die drei Bomben mit. Na, dann wiederum, vielleicht bekommen wir noch was Cooles im Dingens. Im Devil Deal. Oh ja, yeah, Demon Judgment. Wir sollten auch am Demon Judgment spielen. Das stimmt. Ja, komm schon. Man gönnt sich ja sonst nichts. Oh, und die Bombe fliegt hinter die Stacheln. Nett. Ich denke, das wird ein bisschen dauern. Aber ist okay. Yep, das wird ein paar Momente in Anspruch nehmen. Wo hatte ich sonst noch Münzen herumliegen? Irgendwo hier in der Gegend. Oh, wir haben noch den Stein. Ja, der erleichtert die Sache etwas. Hatte ich einen Raum mit dem Golden Penny auf der Ebene? Ja. Ich habe leider keine Begleiter. So, lass mich, bevor ich noch weitergehe, erstmal schauen, wo ich noch Münzen herumliegen habe. Es wäre nämlich keine gute Idee, wenn ich vor allem jetzt durch die Karte nicht sehen kann. Oh, das ist hervorragend. Das ist nicht hervorragend. Wäre nicht so gut, wenn ich einfach so losmarschieren würde und dann auf der Suche nach dem Geld noch keine Ahnung wohin gehe. So, habe ich sonst noch Münzen herumliegen, denke ich mir auch immer, wenn ich Essen bestelle und der Trinkgeld geben will. Und dann findest du keine Münzen. Was halte ich von Challenge Nummer 45? Nenne einen Namen. Contra from Below ist gut. Ich kenne die Challenges nicht von den Nummern her. Deletes. Oh, die Deletes Challenge. Die war super spaßig. Ich mochte es nicht, dass an irgendeinem Punkt der dann 200 Gegner in einem Raum gespawnt sind, die mich eingegriffen haben. Aber die Challenge war spaßig.
mag es, dass ich in dem Raum fast gestorben wäre. Ich denke, das war auch ziemlich spaßig. Oh, das ist schon Necropolis 2 hier. Oh, die Zeit verfliegt. Wir nehmen die Schlüssel mit. Wir nehmen die Schlüssel mit. Ich nehme noch ein paar Münzen mit und dann würde ich sagen, wir gehen los. Dann gehen wir... Ah, ja doch, ich habe alles. Wir gehen zum Boss. Ich denke, ich habe alles. Keine Ahnung. Schwer einzuschätzen an dem Punkt. Wir wollen das negativ. Plus 1,5 Damage ist auch okay. Die Letos habe ich dadurch gewonnen, dass ich ein Item bekommen habe, was das die ganze Zeit Damage bei den Gegnern gemacht hat ohne Aufladung. Yeah, ich glaube, mit so einem Item habe ich auch gewonnen. Die bekommt man unerwartet oft in der Challenge. Goldraum vergessen? Nein, ich habe doch Cricket Z in dem Goldraum gefunden, oder nicht? Doch, doch, ich glaube, Cricket Z war auf der letzten Ebene. Mein Item hat die Trophäe beschworen. Ah, die Elite's Challenge ist wirklich spaßig. Und dumm. Aber auch spaßig. Goldener Schlüssel ist natürlich immer sehr schön. Der ist immer gern gesehen. Und ich sollte die Münze nicht einfach so einsammeln. Denn unter Umständen könnten wir hier irgendwo noch ein Sacrifice Room haben. Wenn es eine Sache gibt, die ich... Oh mein Gott. Erinnert ihr noch, als ich meinte, dass Contract from Below ganz nett ist? Contract from Below ist sogar sehr nett gerade. Der verdoppelt eine Menge Kistendrops. Ist netter. Ich hasse diese Gegner. Ich meine dich. Schon richtig gehört. So, wir haben noch eine Menge Münzen herumliegen. Das ist gut. Auch wenn ich sehr unsauber dabei bin, sie nicht einzusammeln. Aber das ist okay. Stell dir vor, es gibt ein Item, was dann wie die Deletes Challenge ist. Ich weiß, das habe ich in... ich glaube, es war ein Daily Run, in dem ich das mitgenommen habe, oder? In irgendeinem Run habe ich das mal mitgenommen. Das war vernünftiger Damage. Komm schon. Oh nein, dafür für... Egal, wir bekommen Tears Up. Okay. Tears Up. Das ist so dumm, wenn man das Item von Krampus mitnimmt, das zählt nicht. Aber, wenn man eine rote Kiste mitnimmt, das zählt. Das zählt, das lässt das Spiel sofort gelten. Seitdem du so Steam Sale hast, hast du keine, Devil Deals und Shops mehr. Ich meine, ich hatte keinen Devil Deal mehr, in dem was drin ist, aber wir hatten einen Shop und in dem habe ich die Batterie bekommen. Das war's. Das war's. Aber vielleicht haben wir noch einen Sacrifice. Hallo. Das hat meine Feuerrate enorm erhöht, sehe ich gerade.
Ne, wir müssen noch den Schlüssel mitnehmen. Netter Damage, den du angesammelt hast. Ja, dann schaue ich mal die Feuerrate inzwischen an. Ich wusste gar nicht, dass die Feuerrate mit Triple Shot so hoch gehen kann. Ohne dass man irgendwas... Oder habe ich was eingesammelt, dass er die maximale Feuerrate erhöht? Ich könnte schwören, ich bin über dem Tiercap von Triple Shot. Ich könnte schwören, dass wir darüber sind. Ich weiß auch nicht, warum Torn Photo jetzt so viel Tiers abgegeben hat. Die Augentropfen breaken. Oh, die Augentropfen, okay. Ich glaube, da haben wir nur Scheiße drin. Yeah. Und ich bin gleich wieder bei 99 Cent. Hattet ihr schon mal 99 Cent in der Hand? Wisst ihr nicht, wie sich das anfühlt? Ab heute ultra hart geschafft war die Geburt, bis ich Nord, Leaf und Leech gefunden hatte, nach gefühlt 200 Reruns. Der gute alte Leech. Auf den sind wir Verlass. Auf den ist immer Verlass. Ich habe absolut keine Ahnung, wo der Secret Room sein könnte. Wahrscheinlich neben dem Challenge Room? Das ist dämlich. Ja, dann haben wir den Super Secret Room. Der nicht zu hilfreich ist, aber wir haben ihn. Leech hat mich in meiner Ultra-Challenge enttäuscht. Vielleicht hat... Ich glaube eher, du hast den Leech enttäuscht, ehrlich gesagt. Oh nein, ich kann mein Herz nicht... Mit Low-HP-Charakteren ist das natürlich immer ein absoluter Hit. Oh mein Gott, diese Feuerrate! Was zum Fick haben diese Augentropfen gemacht? Schau ich die Feuerrate an! Das ist so lächerlich hoch. Zweimal High Priestess? Fragezeichen, ich will die nicht. Ich hatte keine Ahnung, dass die Augentropfen tatsächlich so gut sind. Vielleicht habe ich die Augentropfen immer deutlich underrated. Gott. Soul of Cain. Kann ich mit Soul of Cain kann ich nicht zu Hasch rüber, oder? Deutlich, du hast immer gesagt, die seien scheiße. Deswegen sage ich doch, ich habe die Augentropfen deutlich unterschätzt. Es ist nicht deutlich genug, oder was? Wir werden sehen, ob ich damit die Tür zu Hasch öffnen kann. Auch wenn ich nicht weiß, ob ich mit diesem Run Hasch besiegen könnte, aber wir werden es trotzdem herausfinden. Ich habe Schaden genommen. Ja, wie auch immer. Wollt ihr mich verarschen? Wir hatten das Trinket davor schon mal in der Kiste drin und jetzt zwei Kisten nebeneinander? Ich will den dummen Krähenfuß nicht. Lass mich doch jetzt in Ruhe damit. Aber bist du sicher, dass du ihn nicht willst? Was bringt mir Petrified Poop? An dem Punkt auch nichts mehr, das stimmt. Wir werden einen mitnehmen. Das ist super stark. Wir werden einen von den Krähenfüßen mitnehmen. Versprochen. Hauptsächlich, damit das Spiel ihn mir nicht noch fünfmal vorschlägt. Hey, wie wär's mit dem Krähenfuß? Hättest du jetzt Lust darauf? Ich habe noch nicht die Hoffnung aufgegeben, dass wir vielleicht irgendwo ein Sacrifice Room bekommen.
so viel Zeug. Und nichts davon bringt mir was. Habt die Hoffnung aufgegeben. Oh hey, Judgment. Das ist so nervig. Oh, warum ist er ausgerechnet hier? Okay, pass auf. Wir nehmen eine Münze mit, damit ich auch wirklich sicher auf vollen Herzen bin. Oh, da ist ein Sacrifice Room. Egal, wir haben so viele Münzen, wir können Sacrifice Room und Demon Judgment mitnehmen. Alles kein Problem. Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht. Aber wenn ich mein DSI erhalte und kann jetzt mit der, was mit der normalen S, die ich geholt habe, mit Mario Kart spielen? Und du meinst, du kannst Mario Kart auf deinem DSI spielen? Der gute alte DSI. Ich persönlich denke, dass der DS Lite eine bessere Investition ist, aber DSI ist auch schwer in Ordnung. Auf jeden Fall würde ich den 3DS nicht empfehlen, um reguläre DS-Spiele darauf zu spielen, denn werden nicht sauber hochskaliert. Mit nicht sauber hochskaliert meine ich, dass sie sehr fürchterlich aussehen. Sehr verschwommen. Lovers. The Lovers. Man kann der Spiel auf dem DSI spielen, das stimmt. Ja. Yeah. Das ist so das Ding vom DSI. Man kann sogar nur DS-Spiele darauf spielen. Ich hätte gerne DS Lite, um Game Advance Spiel zu spielen. Bekommt ein DS Lite auf eBay für super günstig. Ach, komm schon. Och. Oh, die Münzen sind so weit oben. Golden Sun ist so das most generic JRPG der GBA-Ära. Ich weiß nicht. Ich denke, Golden Sun hat, es hat durchaus Charme. Vor allem hat es super starken Soundtrack. Aber ja, es ist ein bisschen träge. Oh, yes! Die zweite Spritze. Golden Sun finde ich auch optisch mega cool. Hey, optisch ist Golden Sun für mich ein bisschen so... Bin ich mir unschlüssig, ehrlich gesagt. Es hat so ein bisschen diesen vorgerenderten Look. Und ich mag nur einen nachgerenderten Look. Dankeschön. Hier ist, wenn du die Scheiße direkt für dich behältst. Spiel. Von Golden Sun habe ich damals nur den ersten Teil auf dem GBA gespielt. Der DS-Teil ist mir ein absolutes Rätsel. Ja, warum nicht? Ich weiß nicht, wie viele Herzen ich habe an dem Punkt, deswegen gehe ich mich mal eben komplett aufheilen.
1. Naja. Komplett auffallen sollte dann nicht komplett verkehrt sein. Der Teil ist auch straight up worse. Ich sehe schon, du bist der starke Meinungen zum DS-Teil. Ich habe keine Ahnung davon, ehrlich gesagt. Ich weiß, dass ich mich durch Shadow Hearts irgendwas mit New World geschlagen habe. Und ich habe den letzten Boss aus diesem Spiel gemacht und oh mein fucking Gott. Ich habe bestimmt eine Stunde lang gegen ihn gekämpft. Nein, oh Gott. Und nur das gleiche Zeug haben wir gemacht. Es war so nervig und so frustrierend. Es hat so lange gedauert. Ich habe es durchgezogen. Das war meine letzte RPG-Erfahrung. Der DS hat nicht mal eine abgeschlossene Story. Ich konnte den GBA-Teil damals nicht abschließen, weil ich den letzten Boss nicht machen konnte. Jetzt will ich die Münzen auch nicht mehr! Warte, wollen wir uns in den Darkroom warpen? Pass mal auf, wir werden jetzt Mom machen. It Lives, und dann warpen wir uns in den Darkroom. Seid ihr da davon? Wisst ihr, von welchem Spiel ich auch nie den letzten Boss besiegen konnte? Es... Gott, oh, jetzt fällt es mir gerade auf. Es gibt... Oh. Ah, ich glaube, das bringt mir nichts mehr. Oh. Wenn Wurm und Korps könnte Planetarium spawnen, ein bisschen spät dafür. Brauchst du den Satan-Kill nicht? Nein, wir brauchen nur, Lamb. Was auch immer da schief gegangen ist, dass in der Situation bin, aber... wird schon irgendwas gewesen sein. Und wir bekommen nichts. Ah ja, Soul of Cain wollten wir noch versuchen. Soul of Cain. Na, macht nichts auf. Oder hätte ich mich an irgendeine Wand stellen müssen dafür? Aber ich wüsste dann auch nicht an welche. So oder so, ein bisschen verwirrend. So was, wir killen ihn noch. Weil er mich nervt. Sag mal. 50%! Wirklich? 50. Verzeihung? Irgendwas geht hier nicht. Irgendjemand in den Kommentaren von dieser Streamaufzeichnung möge mir bitte ausrechnen, wie hoch die Wahrscheinlichkeit jetzt gerade war. Das war fürchterlich. Nehmen wir mit. Ich meine, ich will es nicht, aber nehmen wir mit. Nehmen wir mit. Ja, nehmen wir auch mit. Keine guten Devil Deal Items, aber geschenkten Gaul. Warte, vielleicht sind sie doch gut. Ich weiß gar nicht, was sie machen. Aber irgendjemand schleudert gerade Maskenfreund ziemlich deutlich zurück. Gute 50-50 Chance. Ich meine, ja was, ich denke, das war ein fairer Ausgleich dafür, dass ich in dem letzten Challenge Run einfach fünfmal durch Guppys Caller wiederbelebt wurde. Ich denke, das ist ein absolut fairer Ausgleich dafür.
Ich habe mehr Münzen. Ich bin nicht mit jeder Münze, die ich eingesammelt habe, auf den Schalter getrampelt. Da ist keine Ahnung, mit wie vielen genau das war. Oh, SMB Superfan. Und der alte Gemini. Das Rippchen nehmen wir mitchen. Die Kidneybienen nicht. Gott, dieser Run ist halt super stark. Der freundliche Ball. Wollt ihr mal meinen freundlichen Ball sehen? Prozent. Weil... Das ist niedrig. Ich habe das Gefühl, irgendwas ist da schief. Ich habe das Gefühl, von Wahrscheinlichkeit her kann es nicht wirklich sein. Hast du etwa nur einen Ball? Ich habe gerade eben auf jeden Fall einen gefunden. Naja, es kann sein. Ja, ich weiß, es ist nur so unwahrscheinlich. Dass einfach die 50-50-Chance so oft fehlschlägt. Ich glaube nicht, dass mir sowas passieren könnte. Vor allem ist es in dem Fall nicht mal Glück, sondern einfach nur das größte Unglück, was man haben kann. Yo! Jetzt wird die Sache doch würzig! Aus dem Weg! Ich habe irgendwo Schaden genommen. Analog segmentiers ab. Schau ich den Versager an. Wird in die Ecke gestiefelt. Ah, kein Portal. Also okay, wir haben noch eine 50-50-Chance. Ist, wenn ich 10-mal drauf getrampelt bin. Ich dachte wirklich, dass an dem Punkt, dass das Teil einfach kaputt ist und ich gar nicht mich in den Darkroom warpen kann und dann ist plötzlich trotzdem passiert. Was seid ihr eigentlich von diesem Bild soweit? Ich finde es ein bisschen schade, dass ich mein letztes Guppy... Oh nein, jetzt haben wir viele Bananen. Welchen Vorteil haben eigentlich die Bananen? Machen die was anderes als größere Hitbox? Ich glaube nicht, oder? Oh, Spectral Tears geben die auch. Okay. Größere Hitbox und Spectral Tears. Wurden länger nicht mehr Bookworm, fällt mir gerade auf. Setzt damit auf sich Spiel. Hä? Hä? Ich suche noch schnell den Secret Room. Und dann gehen wir zu Mega Satan. Nicht mehr conjoint. Das ist halt so peinlich für einen Run. Warte, wieder conjoint doch Bookworm. Oh, das ist wirklich peinlich. Guppy wurde ich auch nicht. Ich meine, ich bekam die Mada-Transformation, aber... Pff, was ob die überhaupt zählen würde? Ja, mal schauen, ob ich noch den Super Secret Room auch finde. Warte, wenn ich Schaden nehme, bleibt der Stat-Bonus für den Rest der Ebene? Ja, oh. Also ist die Wolke ein gutes Item, würdet ihr sagen. Hey. Ich habe genau gesehen, dass du gerade eben noch Lemon Mishap warst.
Ich glaube, bei der anderen Kiste werden wir wohl, bei der Kiste werden wir wohl nie erfahren, was für ein Item drin war. Zu schade. Zu schade, dass wir das nie herausfinden werden. Wer weiß, vielleicht wäre es ja was ganz Gutes geworden. Die Jungs werden zur Seite gestiefelt. Mit der Feuerrate und dem Lachsstat sind das eine Menge Fäuste, die wir auspacken. Das Geräusch ist das Beste daran. Und er wünscht mir übrigens Glück, dass wir jetzt dann das Portal bekommen. Au. Egal, das nennt man Karma. Clevin van Spencer und Terence Hilfe. Ja. Yeah. Das nennt man wohl Karma. Aber ich rede nur von dem Item. Aber hey, ich habe. Wir haben was geschafft mit Keeper, also. Das schlechteste Trinket. Oh, cool.